Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Orakel und zwar zum Vollmond-Orakel. Ja, leider musste das Wochenorakel diese Woche ausfallen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich war Anfang der Woche gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es eh noch an meiner Stimme. Mein Sohn war auch krank, ist auch nicht in die Schule gegangen heute, ist er wieder in die Schule gegangen und ja, wir sind beide so gut wie wieder fit und ja, deswegen ist eben in dieser Woche das Wochenorakel ausgefallen und ja, heute habe ich für euch das Vollmondorakel und zwar ist es so aufgebaut, dass ihr euch zu Beginn dieses Orakels, erstens mal ist es ein Auswahlorakel, entweder links oder rechts. Und zu Beginn des Orakels kannst du eine Frage stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Dann schauen wir mit den weiteren Orakelkarten zusätzliche Informationen für deine Antwort, ja, auf deine Frage. Und zwar die Antwort, erstens mal ist es ein allgemeines Orakel, wie immer, die Antwort kann jetzt auf dich passen, muss aber nicht. Ja, das ersetzt natürlich keine individuelle Beratung. Und die Antwort gibt es jetzt aus dem Ja-Aber-Entscheidungskarten. Und die weiteren Orakelkarten, wie gesagt, geben weitere Hinweise. Nämlich eine Karte jeweils aus dem Kartendeck Antworten der Engel. Dann eine Karte jeweils aus dem Kartendeck Lektionen deiner Seele und dann noch eine Karte jeweils aus dem germanischen Götterorakel. Ich habe euch natürlich die Karten in der Infobox verlinkt. Ich habe euch natürlich auch die Blume des Lebens verlinkt. Ich habe hier heute wieder mal diese Dekosteine ausgelegt, einfach mal so zur Dekoration. Das ist ganz normales eingefärbtes Glas. Ich verspreche euch auch nicht, dass diese Steine oder ja, sind eigentlich Dekosteine, irgendetwas bewirken. Keine Angst, das verspreche ich euch nicht. Das ist einfach ganz normales eingefärbtes Glas und ja, hat überhaupt keine Wirkung. Und deswegen verspreche ich euch das gar nicht. Ja, das ist einfach zur Dekoration da, mehr nicht. Sie haben keine Wirkung, sie können auch keine Wunder bewirken. Ja. Sie sind einfach schön und ich habe sie als Dekoration jetzt mal wieder hergelegt. Ich habe die schon sehr, sehr lange in einem Dekoshop gekauft und wie gesagt, sie können nichts außer schön sein. Ja, keine Angst, ich verspreche euch so etwas nicht. Und ja, ist einfach Dekoartikel und ja, das nur mal so als kleine Information am Rande und ich hoffe natürlich auch nicht, dass man da natürlich, dann kommen natürlich einige Berater auch daher, man würde hier Sachen abkupfern. Das sind ganz normale Dekoartikel, die kann jeder verwenden, wirklich jeder, jeder kann kaufen, was er möchte, jeder kann Dekoartikel kaufen, was er möchte und ja, da gibt's halt die einen oder anderen Leute, denen das natürlich nicht gefällt und da denke ich dann sehr, sehr gerne auch an die Kinder zurück, ja, ihr kennt das sicher auch, wenn Kinder miteinander streiten, wenn es hier zum Beispiel um ein Spielzeug geht, dass jetzt zum Beispiel ein Kind sagt, ah, ich habe mit dem als Erster gespielt und das gehört mir und ich gebe das jetzt nicht her, das gehört ganz alleine mir und ja, das ist dann oft wirklich, wenn dann Erwachsene so beginnen mit diesem Verhalten, dann ist es wirklich auch nicht nur zum Fremden schämen, sondern wirklich auch ja, kindisch und unreif. Ja, das sind oft die Kinder, die miteinander Spielsachen teilen. Ich sehe das auch bei meinem Sohn, wie gern der auch seine Sachen teilt. Da können, glaube ich, so manche Erwachsene ganz, ganz viel von den Kindern lernen. Ja, das ist mal eine Zusatzinformation, weil man natürlich auch, egal was man jetzt hinstellt, sei es jetzt Kerzen oder Engel oder was weiß ich, dann hat man das natürlich gleich weggenommen und nur eine einzige Person hat das Recht, hier diese Sachen in den Videos zu zeigen oder zu dekorieren. Und ja, da denke ich mir dann halt oft, ja, viele sind halt noch in der Kindheit stecken geblieben oder haben es einfach auch nicht gelernt,
das Teilen oder ja, leben und leben lassen. Aber das ist halt eine andere Geschichte. Ich habe die Steine rausgelegt, weil sie mir gefallen, weil sie einfach als Deko da sind, weil ich sie ganz normal erworben habe in einem Deko-Shop und ich das einfach auch schön finde für die Videos und ich verspreche euch da gar nichts. So, jetzt beginne ich aber mit dieser Legung und vielleicht hast du dich in der Zwischenzeit auch schon entschieden. Und oder eine Frage dir überlegt, wenn du noch Zeit brauchst, dir eine Frage zu überlegen, was ist, liegt dir auf dem Herzen, wo hättest du gerne eine Antwort, halte das Video einfach an, bis dir die passende Frage einfällt und entscheide dich dann einfach zwischen links und rechts, denn ich möchte jetzt gleich mit diesem Orakel beginnen und schau mir mal die Antwort auf der rechten Seite an. Und da lautet die Antwort: Nein, es wird dich in jeder Sicht enttäuschen. Was auch immer du gefragt hast, ja, das weiß ich nicht. Ich möchte einfach in diesem Orakel dir Antworten geben und du sollst natürlich hier auch wirklich schauen, wie passen denn die Antworten auf deine Frage? Ist es das, was du schon länger spürst? Ist die Antwort, die sich hier zeigt, das, was du schon länger spürst oder was du auch vermutest? Ja, und versuch einfach die Aussagen in deine Frage zu integrieren, wie passt das zusammen? Denn ich weiß ja hier nicht, welche Frage du gestellt hast. Ja, ich zeige dir das, ich versuche das auch miteinander zu verbinden, aber bitte hier wirklich auch bedenken, dass ich eben eure Fragen nicht weiß. Ich kann ja nicht in eure Köpfe reinschauen und ja, überlegt einfach, wie jetzt diese Aussagen auf eure Frage passen. Dieses Nein kann sehr wohl ein positives Nein sein. Oder ein negatives. Es kann auch eine Entscheidungshilfe sein. Ja, wenn du das Gefühl hast, sollte ich jetzt zum Beispiel meinen Job kündigen, ja, wäre das vielleicht hier, vielleicht auch hier eine Entscheidungshilfe, ja. Aber bedenke bitte, das ist ein allgemeines Orakel. Also hier haben wir Nein, es wird dich in jeder Hinsicht enttäuschen. Schauen wir uns jetzt die Engel an, die Antworten der Engel. Und zwar Erfolg. Also du wirst in dieser Angelegenheit Erfolg haben, nach der du eben gefragt hast. Aber ja, die Antwort lautet ja nein. Es wird dich enttäuschen. Das heißt, was immer du auch hier gefragt hast, ist hier eine Enttäuschung, ja. Aber auf lange Basis gesehen ist das ein erfolgreiches Nein. Denn das heißt einfach, dass das, wonach du gefragt hast, noch nicht das Optimale für dich ist. Das Optimale hier mit der Karte Erfolg wird kommen. Aber das wird nicht kommen, wenn du dich auf das, was, wo du eben die Frage gestellt hast, jetzt einlässt. Wenn du jetzt dieses Nein zum Beispiel ignorierst. Ja, es ist vielleicht in erster Linie erschreckend für dich. Es kann aber auch ein positives Nein sein. Ja, weil der Erfolg für dich kommen wird, wenn du diese Sache jetzt zum Beispiel, nach der du gefragt hast, nicht tust. Ist es aber für dich in erster Linie mal ein negatives Nein, solltest du hier auch nicht traurig sein, auch nicht wütend sein, denn dann wäre das vielleicht für dich noch nicht das Optimale. Das Optimale kommt. Ja, aber hier eben nicht an mit dieser Sache, die du eben, nach der du eben gefragt hast, ja? Vielleicht ist es in erster Linie für dich ein negatives Nein, aber auf lange Basis gesehen wirst du Erfolg haben in dieser Angelegenheit. Ja, so würde ich das Ganze jetzt hier wirklich auch in Verbindung setzen und auch hier ist natürlich wichtig, das auf deine Frage hier umzumünzen. Schauen wir uns an, was dir deine Seele gerne mitteilen möchte, und zwar das Annehmen. Ich lerne, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Vielleicht bist du momentan in einer Situation, die dir einfach nicht schmeckt, die gefällt dir einfach nicht. Aber du kannst an dieser Situation vielleicht auch nichts verändern, weil hier vielleicht auch andere beteiligt sind, die natürlich einen freien Willen haben. Ja, und wenn die natürlich von ihrem freien Willen Gebrauch machen, ewiges Thema Wunschpartner, man möchte zum Beispiel jetzt den Wunschpartner mit Ritualen verzaubern. Was tut man da? Man möchte seinen Willen durchsetzen und ignoriert natürlich den freien Willen des anderen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja?
Das kann man auf alle möglichen Dinge ummünzen. Und in erster Linie geht es darum, dass du das, was du jetzt nicht verändern kannst, weil andere sich für etwas entschieden haben oder sich gegen dich entschieden haben oder einfach ihren freien Willen einfach auch einsetzen und du einfach das nicht erzwingen kannst oder einfach jetzt momentan nicht ändern kannst, geht es einfach wirklich darum, dass du das, was du gerne verändern möchtest, aber es einfach nicht klappt, weil es nicht klappen soll, dass du das jetzt einfach annimmst. Ja, ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und du kannst dein Leben ändern. Dein Leben. Aber du kannst niemand anderen zwingen. Ja, darum geht's. Und das kann man einfach nicht ändern. Und wenn man dir das ewig lange verspricht, das geht, zum Beispiel mit Ritualen, zum Beispiel mit irgendwelchen, weiß ich nicht, esoterischen Gegenständen, ja. Wenn das so einfach wäre, ja, dann hätten wir ja alle miteinander keine Probleme. Dann stelle ich mir jetzt hier so einen Kristall hin und der macht meine Arbeit. Ja, so einfach geht's leider nicht. Es wäre schön, aber es geht nicht so einfach. Und das Erste, was wichtig ist, ist einfach annehmen. Zwar nicht einfach so tolerieren, ja, du musst das ja jetzt nicht gutheißen und dafür Feuer und Flamme sein, sondern einfach sagen, okay, es ist jetzt so, ich kann es nicht verändern, ja, und ich nehme die Situation jetzt einfach an und ich versuche jetzt hier nicht einfach meinen Willen anderen Leuten aufzuzwingen. Ja, denn nicht, um nichts anderes geht es dann. Und das ist natürlich auch, oder kann für dich auch sehr, sehr wichtig sein. Vielleicht, ja, möchtest du irgendetwas anderes verändern, aber weil einfach andere Leute davon beteiligt sind, die vielleicht das nicht gutheißen, die einfach ihr Ding durchziehen. Ja, alles andere, was dich betrifft, unabhängig von anderen Personen, kannst du verändern. Ja, aber wenn es um andere Personen geht, ist es halt auch wichtig zu wissen, dass die auch ihren freien Willen haben und dass sie sich auch dagegen entscheiden können. Und dann ist es für dich auch wichtig anzunehmen. Dann schauen wir uns jetzt noch die Botschaft aus dem germanischen Götterorakel an. Und da haben wir den Kampf. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Vielleicht möchtest du einfach etwas mit Kampf erzwingen, mit Kampf den Wunschpartner festhalten, mit Kampf irgendetwas erzwingen, was für dich jetzt einfach nicht gut ist. Ja, denn wenn etwas nicht für dein Leben bestimmt ist, egal um was es geht, ob einen Job, um irgendeine andere Sache, um den Wunschpartner, wenn eine Sache, eine Situation, ein Ereignis, eine Person nicht für dich bestimmt ist oder nicht zu deinem höchsten Wohle ist und zum höchsten Wohle aller, dann nützt es dir nichts, wenn du mit dem Kopf durch die Wand gehst. Ja, das bringt nichts. Anders wiederum, wenn du dich für eine Sache engagierst, ja, mit Kampfgeist, ist es natürlich ein positiver Kampf. Aber wenn es darum geht, hier wirklich mit dem Kopf durch die Wand etwas zu erzwingen, wo andere Personen beteiligt sind, ja, anderen den freien Willen aufzwingen, den eigenen freien Willen, dann ist es natürlich nicht so besonders gut. Aber wenn es darum geht, sich für dich einzustehen, dich durchzusetzen, zu kämpfen für dich als Person, ja, dann ist der Kampf gut. Aber wenn es darum geht, andere Personen etwas aufzuzwingen, dann ist der Kampf natürlich, dann heißt es einfach mit dem Kopf durch die Wand. Komme, was wolle. Ich will das jetzt und das haben die anderen zu erfüllen. Ja, und das ist natürlich nicht besonders gut. Und dann heißt natürlich, oder ist es für dich wichtig, anzunehmen, dass man das, was man nicht ändern kann, einfach akzeptiert. Ja, oder einfach auch annimmt. Ansonsten bedeutet die Karte Kampf einfach, dass du dich auf deine Beine stellst und vielleicht auch mal sagst, hör mal, so und so und so will ich das nicht mehr. Ich will nicht mehr die Geliebte sein. Ich will nicht ständig Überstunden machen. Ich will nicht immer der Kummerkasten sein. Dann kämpfst du für dich. Ja, da ist hier der Unterschied. Also schau einfach, wie du diese Karten, diese Aussagen für dich und deine Frage deutest. Ja, es geht hier der Kampf um dich, für dich.
aber nicht für andere Personen. Da liegt der Unterschied. Kämpfe für dich, kämpfe für das, was du willst, stehe dafür gerade, aber akzeptiere auch, wenn vielleicht andere Personen ganz anderer Meinung sind. Ja, das ist hier sehr, sehr wichtig. Und vielleicht geht es bei dir hier wirklich darum, dass du vielleicht etwas erzwingen möchtest. Das würde dich aber auf kurz oder lang enttäuschen und das ist für dich noch nicht der optimale Erfolg. Das ist für dich noch nicht das Richtige. Das Richtige wird kommen. Ja, das sind hier so die Aussagen, die dich vielleicht in dieser Vollmondphase jetzt auch begleiten und vielleicht auch hier wirklich unterstützen können. Ich wünsche dir natürlich eine wunderschöne Vollmondnacht, eine schöne Vollmondphase und ich würde mich natürlich freuen, wenn du bei einem der nächsten Orakel wieder dabei bist. Jetzt schauen wir uns die rechte Seite an. Schauen wir uns hier an, welche Antwort hier gefallen ist. Und da haben wir Ja, aber halte Abstand. Auch das kann ein positives oder ein negatives Ja sein. Die Antworten der Engel. Und zwar, da haben wir auch ein Ja. Also wir haben jetzt zweimal Ja. Kann, wie gesagt, ein positives oder ein negatives Ja sein. Was auch immer du jetzt welche Frage du gestellt hast. Wenn du gestellt hast, ist mein Partner mir treu? Ja. Ja, aber halte Abstand von dieser Fragerei. Wahrscheinlich beschäftigt dich das immer wieder. Oder wenn du fragst, na geht mein Partner fremd? Ist es natürlich ein negatives Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also wir haben jetzt zweimal Ja. Dann haben wir, deine Seele möchte dir mitteilen, Empathie. Ich bin offen dafür, immer beide Seiten einer Situation zu sehen. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, dass man nicht nur seine eigene Seite versucht, kundzutun, seine eigene Meinung quasi, nur die eigene Meinung anschauen, sondern es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Auch bei Streits, es gibt immer zwei, die beteiligt sind. Und es ist wichtig, vor allem bei Streits. Ja, und da merkt man jetzt gerade, wie sehr viel Streit unter den Leuten ist, unter Kollegen, unter Familienangehörigen. Man sollte für beide Seiten offen sein. Das ist wichtig. Oder das möchte dir diese Karte einfach sagen. Und die Antwort aus dem germanischen Götterorakel, da haben wir die Seelenkraft. Du wirst also hier in deine Seelenkraft kommen oder bist vielleicht auch schon, ja? Du bist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, eine sehr, sehr starke Seele hast du. Vielleicht hast du das in der Vergangenheit auch nicht gemerkt, ja? Und wirst eben hier auch, ja, wieder Botschaften bekommen, dass deine Seele eigentlich sehr gestärkt ist. Vielleicht auch bedeutet diese Karte beide Seiten betrachten, dass du auf der einen Seite die menschliche Seite betrachtest, die irdische, und auf der anderen Seite die seelische Seite betrachtest. Das kann man natürlich auch so deuten. Aber diese Karte möchte dir sagen, also die Karte Seelenkraft, möchte dir sagen, dass du eine ganz, ganz starke Seele bist, dass deine Seele vielleicht nach schwierigen Situationen, nach Streit, nach Konflikten jetzt in ihre Kraft kommen wird. Ja, das ist auch eine sehr, sehr ausdrucksvolle, sehr, sehr starke Karte. Also auch, wir haben hier auch die Kraft gehabt und hier geht es um die Seelenkraft, um deine Seele. Deine Seele geht gestärkt aus einer Situation heraus. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Botschaft. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Orakel gefallen hat. Mal wieder eine interessante Abwechslung zu den anderen Orakeln, die ich immer wieder so mache. Auch dir wünsche ich eine wunderschöne Vollmondnacht, eine schöne Vollmondphase und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mich wieder mal bei einem der nächsten Videos besuchst. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.